Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Wir haben beim letzten Mal unser Haus vollständig renoviert und einen Fluch von einem Fleckenwicht genommen. Und jetzt ist der Bildschirm plötzlich schwarz geworden. Bin gespannt, was passiert, wenn wir jetzt die Antwortoption wählen, die nächste. Nur für alle, die das auf YouTube gucken, das ist wieder ein live aufgenommenes Let's Play mit Live-Publikum im Chat. Nur, dass ihr euch nicht wundert, wenn ich ab und zu auf Fragen aus dem Chat eingehe. Sodala, und jetzt drücke ich mal auf X und dann schauen wir mal, ob wir was hören oder ob das Bild zurückkommt oder was los ist. Sicher, warum nicht? Während der Aufräumarbeiten vor der Renovierung habe ich eine Flasche Sepremento gefunden, Jahrgang 1250. Ich weiß nicht, durch welches Wunder sie überlebt hat. Ich denke, heute wäre ein guter Grund, sie zu öffnen. Aber sehen würde ich gern noch was. Das wäre gut. Und dann ist er direkt ins Publikum gerannt, mit brennendem Strauß in der Hand. Alle dachten, das würde zur Vorführung gehören und haben gelacht. Auch als die Kulisse voll. Okay, wartet mal. Man sieht nämlich auch das PlayStation-Menü nicht. Ich werde mal kurz was versuchen. Vielleicht kann ich es schnell irgendwie hier live on air reparieren, ohne dass wir nochmal unterbrechen müssen. Komisch, dass der Sound durchkommt, aber das Bild nicht. Seltsam. Muss mal was versuchen. Aha. Ich sehe jetzt bei mir auf dem Bildschirm wieder was, aber im Stream irgendwie immer noch nicht, ne? Aha. Okay, das lag anscheinend nicht am Spiel. War anscheinend ein technischer Fehler hier bei den Aufnahmegeräten. Chat, sag mir bitte Bescheid, ob ihr Spielsound hört. Das wäre gut, wenn ich gleich wieder auf Start drücke. Sollte aber funktionieren. Erst als die Flammen an Baron Marifkins Bart leckten, merkten die Leute, dass etwas nicht stimmte und löschten das Feuer. Und? Das klingt ja so, als hätten Monsieur Beaulieus und Madame Nina hier erstklassige Bälle veranstaltet. Das stimmt. In dieser Hinsicht war Baron Rossell etwas zurückhaltender. Erzähl mir, Barnabas Basilius, wie sieht es hier mit Wein aus? Kann ich dieses Jahr Wein keltern? Ich fürchte dieses Jahr nicht, Herr. Letzten Herbst hat ein Pilz alle Reben zerstört. Baron Rossell hat neue Reben pflanzen lassen, aber es wird dauern, bis sie tragen. Wenn der Pilz natürlich nicht wieder auftaucht. Das wäre schade. Dieser Sepremento lässt mich träumen. Er ist erstklassig. Nicht wahr, oder? Erlaube mir, dass ich nachschenke, Herr. Bitte sehr. Danke. So, geht wieder alles. Okay, dann schauen wir uns mal schnell um. Wir haben neue Rüstungsständer und so, glaube ich. Wir haben eine neue Trophäe, die wir hier aufstellen können. Die Faustpokal-Trophäe. Was können wir denn noch gewinnen? Wir haben jetzt beim Kartenturnier, beim Gwent-Turnier und beim Faustkampfturnier gewonnen. Anscheinend gibt es noch irgendwas, das man gewinnen kann. Und ich würde gern das Bild, das wir bekommen haben, irgendwo aufhängen. Ah ja, hier können wir Bilder aufhängen zum Beispiel. An die Wand mit dir. Hat schon was, ne? Hat schon was. Ist schon irgendwie stylisch ein bisschen. Und hier können wir jetzt noch Waffen ausstellen. Mache ich jetzt auch einfach. Na, komm. Irgendwelche. Es ist ja auch irgendwie egal. Du hast keine Rüstung im Inventar. Habe ich noch Rüstungen in meiner Witcher-Kiste? Ich glaube nämlich auch fast nicht mehr, ne? Die habe ich auch alle ausgestellt.
Hey, ich hab doch hier, ich hab zumindest Hosen. Kann ich die nicht ausstellen, die Hosen? Schade. Wir brauchen eine Rüstung. Irgendwie brauchen wir irgendwoher irgendeine Rüstung. Kann ich jetzt eigentlich mit der mal noch reden? Das würde mich interessieren. Ich danke dir. Oh, ist das lecker. Ne, wir können nicht wirklich mit ihr reden, leider. Also, ne, ich meinte jetzt einen richtigen Dialog halt oder so. Schade eigentlich. Ah ja, das Gästezimmer wurde jetzt auch ein bisschen abgegradet, so wie es aussieht. Das war schon ein bisschen sehr lame. So ein Holzverschlag, so ein hässlicher, ne? Das ist jetzt schon besser. Und eine prall gefüllte Küche. Dann schauen wir uns mal noch die Stelle von Plötze an. Ob Plötze jetzt auch wirklich einen coolen Platz hat und so. Ja, das Hungerspiel, Hunger Games, was ist los? Hä? Das ist jetzt plötzlich neuer Stall. Kann es sein, dass die hier einfach nur ein riesen Gemälde an die Wand gepinselt haben? Und du bist überhaupt nicht Plötze. Oder etwa doch? Plötze wurde verflucht und ist jetzt ein schnauzbärtiger Arbeiter. Na gut, von mir aus, schnauzbärtiger Arbeiter. Lass mich auf deinen Rücken steigen und dann reiten wir los. Zumindest hat Plötze Kürbisse. Bin ich hier im Stall? Plötze, du isst eh irgendwie das. Aber ich schätze schon, dass das Plötze Stall ist, ne? Aber so richtig, ich habe mir den ein bisschen luxuriöser und cooler vorgestellt, ehrlich gesagt. Ich bin enttäuscht. Ich muss nochmal zum Haushofmeister und muss mich beschweren. Naja, ich muss jetzt mal schauen, was das Hungerspiel ist. Ach so, finde heraus, wie es Marlene geht. Ja, doch, genau. Das ist ja genau, was ich vorher noch wollte, ne? Ach, guck, die hat sich jetzt kurz umgezogen, während wir draußen waren und den Stall inspiziert haben. Schön. Ich weiß nicht, wie ich dir das vergelten soll, Hexer. Musst du nicht. Ich freue mich, dass du dich besser fühlst. Oh ja. Ich fühle, wie meine Kräfte zurückkehren. Vor allem dank Barnabas Basilius' Pflege. Du hast aber auch was durchgemacht. Schön, dass ich der Sache ein Ende machen konnte. Ja. Jahre voller Leid. Weißt du, was noch schlimmer war als der Hunger? Zuzusehen, wie meine Lieben, meine Kinder alt werden und sterben. Meine Familie ist nun schon lange tot. Mein letzter Verwandter starb vor Jahrzehnten. Ich fürchte, ich kann nirgendwo hin. Ich wäre enttäuscht gewesen, wenn das nicht noch irgendwie jetzt zu einem Abschluss hier gekommen wäre. Das finde ich schön, dass es hier noch weitergeht. Ey, Haushofmeister! Was macht der denn? Okay. Du kannst natürlich hier bleiben. Weil du damals den Bettler einfach so weggeschickt hast. Das war nicht nett. Und jetzt hast du deine Lektion gelernt. Und deswegen bin ich jetzt nicht so grausam, wie du damals warst. Oder so. Das hier ist ein großes Anwesen. Bleib doch hier. Wirklich? Ich würde deine Gastfreundschaft nie strapazieren wollen, aber... Aber? Nach all den Jahren des Hungers habe ich einen Traum. Ich möchte endlich leckeres, nahrhaftes Essen kochen, in Gewürzen und Aromen schwelgen und mit anderen am Tisch sitzen und essen. Das sollte kein Problem sein. Du kannst doch Barnabas Basilius in der Küche helfen. Er ist ja nicht gerade ein begnadeter Maître. Nichts würde ich lieber tun. Danke. Ich habe zu danken. Das Haus bedarf weiblicher Aufmerksamkeit. Ich würde dir gerne noch was sagen. Vor langer Zeit hat mein Vater mir eine Mitgift zusammengestellt. Ich habe nie geheiratet. Also ist sie noch da. Mir nützt der Tand nichts mehr. Aber du... könntest meine Mitgift vielleicht als Zeichen meiner Dankbarkeit nehmen.
wenn du sie haben willst, musst du nach Trastamara gehen, meine alte Heimat. Du findest sie in einem Fass im Keller. Da stehen viele Fässer. Klopf, bis du das Richtige findest. Das mache ich, danke. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand mit so einer Vergangenheit gerne in die Küche will. Befürchtest du, dass ich wieder Wichtsuppe koche? Ich verlasse mich drauf, dass dein Geschmack als Mensch wieder etwas besser ist. Tu das. Ich habe schon als Kind gerne gekocht. Meine Oma war eine wahre Meisterin in der Küche. Ihr Ochse am Spieß war Land auf Land ab berühmt. Ich dachte, ihr als Adlige hättet eine Dienerschaft gehabt. Du meinst, eine Dame von meinem Rang müsste einen Koch gehabt haben? Stimmt natürlich, ich hatte sogar die besten Köche. Aber ausgedacht habe ich mir die Gerichte. Sie haben sie nur zubereitet. Ich verstehe irgendwie nicht ganz, warum die alt ist eigentlich. Weil ich meine, nach ihren Texten nach, die wir lesen konnten in ihrem Haus, war sie ja noch relativ jung, als sie verflucht wurde. Sie hat ja geschrieben, dass sie nach jedem Fältchen immer Ausschau gehalten hat. Also wahrscheinlich noch nicht so alt. Auf jeden Fall nicht so alt, wie sie jetzt ist. Und dann wurde sie verflucht und war für hunderte von Jahren lang jetzt ein Wicht und hat Schleimsuppe gekocht. Und jetzt habe ich sie befreit und wahrscheinlich ist sie jetzt ungefähr 350 Jahre alt und ist jetzt wieder ein Mensch und sieht jetzt aus wie 80. Das verstehe ich nicht. Aber vielleicht ist es einfach so, wenn man verflucht ist. Vielleicht ist sie jetzt einfach, so theoretisch, werden Wichte, sagen wir Wichte werden 500 Jahre alt und sie hat jetzt 300 Jahre als Wicht gelebt und ist jetzt quasi in Wichtjahren gealtert, ne? Und ist jetzt das Äquivalent zu dem, was sie als Wicht gealtert ist, als Mensch gealtert oder so, ne? So erkläre ich mir das jetzt. Ich bin zufrieden mit dieser Antwort. Damit kann ich leben. Bist du sicher, dass du dich hier draußen nicht einsam fühlst? Weiß ich noch nicht. Du hast mich ja gerade erst von meinem Fluch befreit. Fürs Erste habe ich jedenfalls kein Bedürfnis nach Stadt und Leuten. Als Wicht hast du bei anderen Leuten vorbeigeschaut. Ja, aber doch nachts, wenn sie schliefen. Ich war immer auf der Suche nach Löffeln. Denk dran, dass du es dir jederzeit anders überlegen kannst. Wenn es dir hier reicht, sag Bescheid. Ich würde nie undankbar wirken wollen. Und ich würde nie wollen, dass du gegen deinen Willen hier bist. Bis später. Bis dann, Hexer. Und denk dran, hier wartet immer was Warmes zu essen auf dich. Na dann. Wie die NPCs einfach immer Vollgas gegen die Türen rennen, sodass die aufspringen. Gibt's in der Welt keine Türklinken? Es gibt wirklich keine Türklinken. Doch hier ist so ein Ring dran. Ja, und da ist so ein kleines, aber nicht wirklich, ne? Das macht schon Sinn. Einfach, Geralt schubst die Türen wenigstens so ein bisschen mit der Hand, aber die NPC ist einfach immer so, batsch, voll mit dem Gesicht gegen das Holz, dass die Tür aufspringt. Finde ich sympathisch. Hat was. Ich hab noch was zu tun, bevor es dunkel wird. Ein bisschen spät dran, würde ich sagen. Wie dunkel soll es noch werden? Oder meinst du, bevor alle Sterne am Himmel erlöschen, hast du noch was zu tun? Na, dann kannst du dir Zeit lassen, würde ich sagen. Ach jö, schauen wir mal, wie es questmäßig. Das war eine coole Quest jetzt, ne? Und das ist so schön, ne? Diese wirklich schöne, nette Quest, die sich hier quasi aus der Hauptquest abgezweigt hat. Ganz organisch. Das machen die so gut hier. Das ist so gut in Witcher 3. Das ist wirklich so gut.
Das fühlt sich nicht so an, als würde hier, ne, normalerweise kann das schon mal vorkommen, dass sich aus einer Hauptquest Nebenquests abzweigen, aber dann macht man halt die Hauptquest und danach kommt dann NPC XY und sagt, hey, danke für deine Hilfe, wenn du noch mehr machen willst, besuch mich da und da. Und dann hat man einen neuen Questgeber. So funktioniert es in den meisten Videospielen. Und hier ist es wirklich so, ich gehe dahin, weil ich Speichel brauche und dann habe ich den Speichel schon nach dem ganzen Fluch untersuchen und so weiter und kann aber dann quasi entweder sagen, okay, ich gehe jetzt mit dem Speichel oder nimm mich noch weiter dem Fluch oder dem Wicht an. Und das ist so schön organisch gemacht. Das ist so gut geschrieben und so gut umgesetzt. Für Videospiele schreiben ist einfach nochmal ganz was anderes wie linear schreiben. Deswegen, in der Vergangenheit gab es ja öfter den Fall, dass irgendwelche berühmten Regisseure oder Drehbuchautoren oder auch Buchautoren quasi angeheuert wurden, um Videospielstories zu schreiben. Und meistens war das Ergebnis relativ enttäuschend. Und eine Zeit lang haben sich immer alle gefragt, warum eigentlich. Aber es ist halt einfach, man kann es halt nicht vergleichen. Gut für ein Videospiel schreiben ist einfach was komplett anderes, als gut für ein lineares Medium schreiben. Und wer auch immer hier das geschrieben hat für Witcher, hat eben sehr gut gemacht. Und genauso funktioniert es natürlich andersrum auch nicht. Jemand, der gute Videospielgeschichten schreiben kann, muss nicht unbedingt gut so schreiben können, ne? Weil diese Interaktivität und der Spieler, der immer Chaos reinbringt und sich unvernünftig verhält, ist einfach ein Faktor, den man halt berücksichtigen muss, was alles viel schwerer und komplizierter macht. Außer du machst ein sehr lineares Storyspiel. Dann kannst du wahrscheinlich auch einen Film schreiben. Moment mal. Will ich das jetzt wirklich machen, hier die Hauptquest? Ich wollte eigentlich schon gucken, was die Mitgift ist, die sie da bekommen hat. Aber wir haben tatsächlich, oder? Keine Quest mehr. Nö. Keine Quest mehr aus diesem DLC, die niedrigleveliger ist als unsere Hauptquest. Na, dann machen wir nach meiner selbst auferlegten Regel die Hauptquest weiter. Dann passt schon. Suchen wir unseren alten Vampirfreund. Pflücken noch ein bisschen Wolfsbann. Ich glaube, ich habe 1 Milliarde Wolfsbann im Inventar. Muss so sein. Das Zeug wächst überall. Und ich brauche es nie. Man braucht das in einer Quest mal irgendwo, glaube ich, ne? Irgendwas kann man draus brauen. Vielleicht habe ich sogar viel davon verbraut. Wer weiß, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ob man aus der Hand ein feines Süppchen kochen kann? Du verfeinerst deinen Humor immer weiter. Aber wir sind keine Kannibalen, Geralt. Ich habe ein Gewebefragment entnommen. Das reicht, um Resonanz zu erzeugen. Was hast du mit dem Rest gemacht? Ich habe ihn verbrannt, wie es unser Kodex verlangt. Ein Rabe sagte mir, dass du die erforderliche Zutat hast. Aha. Ganz schön nützlich, die Raben. Helfen sie dir oft? Ich versuche es mit ihnen nicht zu übertreiben. Aber sie sind so praktisch. Diesmal wollte ich nur sicher sein, dass ich rechtzeitig eintreffe, wenn etwas schief geht. Ich bin zurechtgekommen, aber danke trotzdem. Brauchst du noch lange für die Resonanz? Du hast eine letzte Zutat erwähnt, die noch fehlt. Welche ist das? Diese Angelegenheit könnte schwierig sein. Hallo, Topsbobs. Wenn man die Erinnerungen eines Wesens beschwören will, braucht man das Blut eines anderen Vertreters seiner Art. Kein Problem. Ich kenne einen höheren Vampir, der sicher gerne aushilft. Stimmt's, Regis? So einfach ist das leider nicht. Als du unterwegs warst, habe ich alles versucht, um einen Ersatz zu finden. Aber ich fürchte, es gibt keinen. Ich begreife wohl nicht recht, woran es hakt. Können wir nicht einfach etwas Blut von dir nehmen? Das Blut muss angeregt sein. Sicher weißt du, dass höhere Vampire ihre körperliche Hülle verändern können. Und damit auch die chemische Zusammensetzung des Blutes. Ich mache es kurz. Ich muss mich selbst in einen Zustand starker psychokinetischer Erregung versetzen. In einen Zustand des tollwütigen Wahnsinns. Und das ist sehr gefährlich. Ja, es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass man sowohl gute Videospielgeschichten schreiben kann, als auch Bücher oder Filme, ist eh ganz klar. Aber man muss halt anders denken. Das ist halt das.
lange Zeit, gerade so in den frühen 2000ern, so Ende der 90er, als quasi Videospiele entdeckt wurden als großer Markt, dachten die Leute halt so, ja, jetzt holen wir uns den berühmten Autoren oder den berühmten Regisseur und dann macht er ein gutes Spiel, weil ist ja irgendwie dasselbe. Aber ist es halt nicht. Wieso gefährlich? Du bist doch dann auch du selbst, oder? Ja, aber ich werde in Raserei verfallen. Du weißt besser als ich, dass man die nicht kontrollieren kann. Wenn du je einen Vampir in Raserei gesehen hast, ist dir klar, was für eine Gefahr er für seine Umgebung darstellt. Und wie kommen wir damit klar? Ich will nicht von dir mit ausgefahrenen Krallen angesprungen werden. Da wären wir schon zwei. Aber sei unbesorgt. Ich habe die Sache gründlich durchdacht. Er will auch nicht von sich selber angesprungen werden. Ja, das kann ich verstehen, weil es wäre weird. Na schön. Was hast du vor? Wir besuchen Teshamutna, ein altes Vampiranwesen. Dort finden wir aufgehängte Käfige. Ich setze mich in einen rein. Du lockst Monster an. Die tötest du dann und lässt sie ordentlich ausbluten. Wir sollten genug Blut haben, damit dessen Geruch mich in Raserei bringt. Teshamutna, was gibt es darüber zu wissen? Es ist ein Ort der Qual, eine Folterkammer. Vor langer Zeit, kurz nach unserer Ankunft in dieser Welt, entwickelte einer der unsrigen, ein gewisser Kahagma, so eine Lust auf Menschenblut, dass er in einer einzigen Nacht ein ganzes Dorf leer trinken konnte. Das brachte unsere gesamte Spezies in Schwierigkeiten. Die Menschen waren es schnell leid, sich dauernd fürchten zu müssen. Sie machten Jagd auf uns und suchten dabei die Hilfe von Magiern und Hexern. Na und? Sie konnten euch nicht ernsthaft etwas anhaben. Aber es war nervtötend. Verzeiht den Vergleich, aber die Moskitos, die dich umschwirren, könnt ihr ja auch nicht ernsthaft etwas anhaben. Jedenfalls beschlossen die Vampire, dass etwas geschehen musste, dass Kahagma gefangen und bestraft werden musste. In den Verliesen von Teshamutna wurde daher eine Folterkammer eingerichtet. Dort brachte man einen Käfig aus einer Speziallegierung aus Silber, Dalvinit und Meteoritenstahl an. Kahagma wurde gefangen und in den Käfig gesperrt. Darin saß er über 200 Jahre, immer wieder in Raserei und ohne Chance zu entkommen. So weiß ich, dass der Käfig auch der Raserei standhalten wird, in die wir meine bescheidene Person versetzen werden. Keine Zeit zu verlieren. Teshamutna, bring mich dorthin. Moment noch. Eine letzte Sache. Ja, dramatische Pause. Was war das? Blut. Der letzte Gefallen, den der Rabe mir getan hat. Außerdem habe ich Sangurium eingenommen, das meinen Geruchssinn schärft. Jetzt rieche ich einen Blutstropfen, als wäre es eine Gallone. Bist du von Sinnen? Du bist ein trockener Süchtiger. Deine Anteilnahme rührt mich, Geralt, aber bitte mäßige dich. Ich hatte keine Wahl. Die Würfel sind jetzt gefallen. Höchste Zeit, nach Teshamutna zu gehen. Mir dreht sich der Kopf und du riechst plötzlich so lecker. Und du machst mir langsam Angst. Teshamutna. Wir sind da. Die Opferkammer der Folter und Pein ist unterirdisch. Der redet plötzlich, als wäre er betrunken. Irgendwie, ne? Und du weißt, was du tust. Ich hoffe es nur. Gehen wir bitte. Je länger wir säumen, desto weniger habe ich meine Fakultäten im Griff. Ich will dich wirklich nicht verletzen. Wirkt Blut auf Vampire wie Alkohol auf Menschen? Oder soll das nur so symbolisch das so ein bisschen darstellen, ne? Wahrscheinlich. Geh voran. Diese Sucht quasi, dieses Suchtmittel.
wie so ein Alkoholiker halt. Bei den Alkoholikern nicht mehr so betrunken wird eigentlich. Ich sagte ja, es wird gefährlich. Von so ein bisschen. Hinter dieser Wand liegt ein altes Vampirverlies. Ich habe ja schon vieles gesehen, aber sowas noch nicht. Wie ehrenvoll. So ein erfahrener Mann und doch kann ich ihm noch etwas Neues zeigen. Jetzt auf damit. Was zum Teufel? Uralter Schutz vor unerwünschten Gästen. Der Entriegelungsmechanismus reagiert nur auf das Blut höherer Vampire. Eine gesicherte Vampirfestung voller trickreicher Fallen. Toussaint war euch anscheinend mal wichtig. Das wird es auch immer bleiben. Bei der Konjunktion hat sich das Tor aus unserer Welt in diesem Land geöffnet. Dies war der erste Ort. Aha. Das hier ist ein übler Ort. Der Tod liegt in der Luft. Ja. Hier haben viele Wesen ihr Leben ausgeraubt. Ich freue mich schon auf Resident Evil 8. Ich muss gerade dran denken, wenn wir hier so in Toussaint unterwegs sind, so Wein und ländliche Gegend und Schloss und Vampire und ne, mit einer Fackel in alten Gemäuern rumlaufen, musste ich wieder an Resident Evil 8 denken. Ich hoffe, das wird wirklich cool. Denk schon. Was haben wir denn da bitte? Was war denn das bitte? Da habt ihr euch. Entschuldigung, Geralt, ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber wir haben gerade irgendwelche Artefaktstiefel gefunden, die auch noch gar nicht mal so schlecht sind. Die ziehe ich an. Aber wo sind die restlichen Teile davon? Und das andere war nur eine Maske, ne? Vielleicht, aber nur vielleicht, wird es Zeit, unsere Hasenohren zu tauschen. Ach, guck mal. Relikt 1 von 6, ist das ein Set? Und wenn ich alle habe, passiert was Gutes? Und die Maske hat quasi... Ich meine, das ist eine Reliktmaske. Natürlich muss ich die aufsetzen. Tut mir leid, Ohren. Kann ich die mit den Ohren kombinieren? Nein. Ah, das wäre natürlich toll gewesen. Aber trotzdem mache ich das jetzt. Weil ich habe jetzt quasi die Stiefel und die Maske aus dem Relikt-Set. Ne, das ist irgendwie was... Das ist was Neues, oder? Es gab sowas in Witcher schon mal? Ja, doch, genau, stimmt, mit den Hexerausrüstungen. Noch eins und dann, das Töten von Gegnern regeneriert die Vitalität. Dann werde ich so ein bisschen selber ein Vampir. Ein Hexervampir. Ich habe eine nette kleine Bibliothek eingerichtet. In der Tat, auch wenn ich nicht mitgemacht habe. Die Glyphen sind in den Fels geschnitten. Sie waren mal mit Blut überzogen. Bedeuten sie was? Es sind Zeichen, Symbole für... Du würdest sie Stämme nennen. Nach der Konjunktion in der Welt verteilt. Meine Ahnen platzierten sie hier, um uns an unsere Herkunft zu erinnern. Zellen? Für wen? Ach, dieses Kapitel unserer Geschichte ist wahrlich kein Ruhmesblatt. Ich will die Dämonen der Vergangenheit lieber nicht beschwören, wenn es dir nichts ausmacht. Und das hier? Von welchem Stamm ist es? Garrasham. Mein Stamm und Detlefs. Wir sind beide in diesem Teil der Welt geblieben. Und das hier? Von welchem Stamm ist es? Garrasham. Mein Stamm und Detlefs. Wir sind beide in diesem Teil der Welt geblieben. Ach was. Zu wem gehört dieses Zeichen? Amurun. Sie sind über das Meer gezogen. Über das Meer. Da weiß man nicht viel. Aber warum ist es immer noch rot jetzt? Zu wem gehört dieses Zeichen? War nur ein Fehler. Sie sind über das Meer gezogen. Was bedeutet dieses Symbol? Es ist das Symbol der Tedet, die nach Osten über die blauen Berge gehen. Aus den blauen... Warum muss ich immer zweimal draufklicken? Was bedeutet dieses Symbol? Es ist das Symbol der Tedet, die nach Osten über die blauen Berge gehen. Warum klingt jetzt Geralt plötzlich betrunken und unser Vampirfreund nicht mehr? Oder? Hört mal.
Was bedeutet dieses Symbol? Vielleicht auch ein bisschen High einfach. Was bedeutet dieses Symbol? Puh. Ich bin so prall, Alter. Ich will mehr Gegenstände aus diesem Artefakt. Mitschrift einer Konversation mit einem niederen Wesen. Mitschrift einer Konversation zwischen Meister Ezehiel Hildegard und einem Menschen. Aha. Also, der Vampir. Ich mache den Vampir mit einer tiefen Stimme und den Mensch mit einer hohen. Da muss ich nicht immer die Namen dazu lesen. Also. Oder ich nehme an, dass der Meister Ezehiel ein Vampir ist. Wer bist du? Mein Name ist Hans Biskor. Warum zitterst du so? Ich fürchte dich, Herr. Du fürchtest dich? Ich verstehe nicht. Du kennst keine Angst, Herr? Nein, ich habe eure Sprache gemeistert, aber manche Konzepte bleiben mir fremd. Was ist Angst? Ein Gefühl, das alle anderen Gefühle stört. Sie kontrolliert Herz und Verstand. Wie meinst du das? Ich dachte, es wäre eine Art Schmerz. Ich habe in meinem Labor Versuche gemacht und herausgefunden, dass eine Mutter ihr Kind vergisst und nur noch daran denkt, wie sie dem Schmerz entkommen kann, wenn man sie den entsprechenden Stimuli aussetzt. Ist Angst also so etwas wie Schmerz? Nein, Schmerz beherrscht den Körper. Angst kommt aus dem Herzen. Oh ja, das ist sehr interessant. Ich glaube, ich muss im Labor dein Herz untersuchen. Was meinst du damit untersuchen? Na, untersuchen eben. Ich nehme es heraus und sehe es mir ganz genau an. Aber Herr, das würde mich töten. Ja, eure Sterblichkeit ist wirklich sehr lästig. Aber ich habe eure Art nicht geschaffen und kann euch nicht, und kann auch nichts für eure übermäßige Schwäche. Die Konversation erfolgte in menschlicher Sprache und wurde auch so notiert. Es ist keine Übersetzung erforderlich. Das ist irgendwie nett, finde ich. Also, was da passiert, ist nicht nett. Aber ich finde, das ist nett, weil es schön irgendwie darstellt, wie, dass die Vampire zu der Zeit auch, wo sie Menschen noch quasi wie Vieh gehalten haben, nicht unbedingt böse waren. Sie haben nur die Konzepte, die Menschen so innewohnen, nicht verstanden. Für sie war das halt nichts Schlimmes, nichts Nachvollziehbares. Sterblichkeit, Angst und so weiter sind halt Konzepte, die denen einfach komplett fremd waren. Naja, finde ich schon schön, sowas. Notizen eines Gefangenen von Tesham Mutna. Ich nahm ein Pergamentstück an mich, das eins der Monster verloren hat. Außerdem habe ich ein Kohlestück. Ich würde ja mit meinem Blut schreiben, aber es ist so gut wie alle. Mir ist kalt. Jeden dritten Tag kommen sie und öffnen mir die Wehen, wonach ich mich nicht bewegen kann. Hey, jetzt muss ich aber mal ganz... Mich würde echt interessieren, wo ich das so lese. Aus welcher Welt kommen denn die Vampire? Und gab es in der Welt, wo die herkommen, auch Menschen oder was Ähnliches? Oder weil haben die schon immer Blut getrunken? Oder müssen die gar kein Blut trinken und sind nur zufällig drauf gestoßen, dass das Blut der Bewohner aus der Welt, in der sie jetzt sind, wie eine Droge für die wirkt? Man weiß es nicht. Vielleicht waren die ursprünglich gar keine Bluttrinker. Ursprünglich. Die Vampire. Wer weiß. Ist nur so eine Idee, die mir gerade durch den Kopf gegangen ist. Jeden dritten Tag. Aus den anderen Käfigen höre ich das entsetzliche... Was? Höre ich das entsetzte Geschrei. Wäre ich stark genug, würde ich mir den Kopf an den Gitterstäben zerschmettern. Hoffentlich ist es bald vorbei. Alois im Nebenkäfig ist gestern gestorben. Sie haben ihn totgetrunken. Offenbar ärgert sie das. Denn sie haben sie in ihrer seltsamen... Denn ich habe sie in ihrer seltsamen Sprache streiten hören. Heute früh haben sie neue Menschen gebracht. Man könnte sagen, es ist Frischblut-Nachschub eingetroffen. Die Leute haben keine Ahnung, was sie erwartet. Mein einziger Trost ist, dass ich es schon weiß. Und den Schrecken, als sie das erste Mal zu mir kamen,
nicht noch einmal erleben muss. Ich wusste nicht, was sie vorhatten, bis sie ihre glänzenden Instrumente rauszogen. So ein schönes Metall habe ich noch nie gesehen. Mein Blut glänzte violett-silbrig daran. Ich muss die ganze Zeit nur an Resident Evil 8 denken. Ich wette, wir finden fast die gleiche Notiz in irgendeiner Form in Resident Evil 8. Vielleicht ein bisschen anders, aber inhaltlich, grundsätzlich, wird es da genau die gleichen Zettel in genau den gleichen Käfigen und Katakomben geben. Wetten, traue ich mich da. Und das hier? Von welchem Stamm ist es? Garrasham. Mein Stamm und Detlefs. Wir sind beide in diesem Teil der Welt geblieben. Aha, was haben wir denn hier? Irgendwelche Handschuhe. Ich weiß nicht, ob die zu meinem Set gehören, das ich gerade dabei bin zu sammeln. Ja, tun sie. Yes. Das heißt, ab jetzt trinke ich Blut. Bin ich ein Blutsauger. Ab jetzt heile ich mich, wenn ich Gegner töte. Mit jedem getragenen Set-Gegenstand um 1% der maximalen Vitalität. Derzeit 3%. Jawohl, die sammeln wir. Ich will mehr davon. Ich muss mich hier sehr gut umsehen. Jetzt habe ich echt Angst, dass ich schon was übersehen habe, Mensch. Ah, ich hoffe nicht. Da ist schon der Käfig. Naja, ich gehe jetzt nicht zurück. Zu faul. Hübsch hier. Aber wozu all die Käfige? Du hast nur einen Vampir erwähnt. Tja, also... Meine Vorfahren waren nicht gerade humanitäre Überflieger. Sie befanden es als geeignete Strafe für Kahagma, Blut riechen, aber nicht erlangen zu können. Also hielten sie hier Menschen, die sie langsam zur Ader ließen. Kahagma wütete und tobte, während sie verbluteten. Sie haben sie wie Objekte behandelt. Ich würde gerne die Zeit zurückdrehen oder die Sache leugnen, aber ich kann beides nicht. Ich kann mich nur für meinesgleichen schämen. Nimm es nicht so schwer. Du hättest nichts daran ändern können. Machen wir uns an die Arbeit. Wirklich unangenehm. Na schön. Ich habe den Köder vorbereitet. Sei so gut und leg ihn aus. Am besten an den Tunneleingängen. Da breitet sich der Geruch schnell aus. Leg die Köder beim Tunneleingang aus, dann wittern die Monster sich schneller. Wenn ich daran denke, wie die Tunnel hier entstanden sind, ekelhaft. Aber nur natürlich. Ein Ort, an dem es so nach Tod stinkt, zieht Nekrophagen an. Aber keine Rüstungsteile hier in der Gegend mehr. Naja, mal schauen. Vielleicht kriege ich ja die Rüstung noch. Was fehlt noch? Es fehlt eh nur noch die Rüstung, oder? Nee, da fehlt noch mehr. Es gibt nämlich insgesamt Maske mitgerechnet, die Hosen natürlich auch noch, aber es gibt 6 Gegenstände insgesamt. Ich habe erst 3. Also selbst wenn noch Rüstung und Hosen kommen, gibt es noch irgendwas. Vielleicht ein Schwert? Wer weiß. Aber das Set hätte ich jetzt gerne mal, echt. Das ist interessant. Ein altes Vampir-Set. Naja, legen wir mal die Köder aus. Oder kann ich mir den noch anschauen? Auch der hält? Sieht nicht sehr speziell aus. Ich sagte doch, Kahagma hat sich über 200 Jahre darin ausgedrückt. Der Schein kann täuschen. Ja, aber vielleicht hat der den jetzt 200 Jahre lang so ausgeleiert, dass er jetzt nicht mehr hält. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Vampire haben einfach kein Verständnis für Veränderungsprozesse über Zeit. Das ist das Problem, glaube ich. Irgendwie kann ich hier keinen Köder auslegen. Ach, warte mal. Muss ich das vielleicht wegpusten? Ach so. Na dann. Na. 3 erledigt, 1 übrig.
Meinst du, es funktioniert? Das hoffe ich doch. Der Fleischgestank ist so heftig, der muss bis Novigrad reichen. Okay, ich befürchte, ich bin kampfbereit. Köder ausgelegt. Und jetzt? Ich gehe in den Käfig. Du musst mich anketten. Die Legierung der Stäbe wird mich daran hindern, mich in Nebel zu verwandeln. Ich dachte, das würdest du auch nicht wollen. Ich werde große Schmerzen haben und nichts wollen, als dass sie aufhören. Ich weiß nicht, was ich tun werde. Gefunden. Außerdem ist mir schwindelig. Liegt das am Blut? Wer nie vampirischen Blutdurst erlebt hat, weiß nicht, was Durst eigentlich ist. Jetzt geht's los. Vielleicht brauchen wir eine Parole. Du weißt schon, du sagst sie, wenn du es nicht mehr aushältst. Und was soll ich es sagen? Weiß nicht, ich beruhige dich hier. Nicht so, Gerard, das kannst du nicht. Wir müssen alles tun. Oh, oh, weg her. Aha, Regis hat das Blut gebrochen. Was zur Hölle? Du bist aber kein Leichenfresser. Alles klar, soweit? Ja. Nicht gerade besser, aber ich hab schon. Gut, da kommt nämlich noch mehr. Ja, oh, come on, ey. Also jetzt wird's mir ein bisschen zu bunt hier. Halt durch, ich lass dich raus. Durchhalten. Das Blut trocknet bald. Dann macht der Geruch die Zeit. Ich bring dich hier raus. In dem Zustand kannst du ihn nicht fertigstellen. Sag mir einfach, was ich tun soll. Wird es besser? Nicht gerade prickelnd.
Es wird eine Weile dauern, bis ich mich erholt habe, aber etwas besser, ja. Danke. Das habe ich nicht erwartet. Du hast es mir nicht gesagt. Wir müssen nicht darüber reden. Ich will aber. Hätte ich geahnt, dass du dich einer Folter unterwirfst. Dann hättest du was getan? Detlef auf andere Art gefunden. Ich wollte nicht, dass du ihn auf andere Art findest. Hast du daran gedacht? Nein, weil ich nicht geglaubt hätte, dass sich irgendein Wesen freiwillig solchen Schmerzen unterwerfen würde. Da seid ihr Vampire doch auch nicht anders als wir. Ich sagte dir doch, dass das meine Art war, meine riesige Schuld gegenüber Detlef zu begleichen. Wenn ich es noch einmal tun müsste, würde ich nicht zögern. Der Resonanzabsud ist fertig. Bist du sicher, dass du das Rezept befolgt hast? Genaue Maße, präzise Kochzeiten? Es ist wichtig, Geralt. Die geringste Abweichung kann sogar einen Hexer fertig machen. Entspann dich. Ich habe etwas Erfahrung im Tränkebrauen. Also gut. Dann fangen wir an. Trinken wir wahrscheinlich durch unsere Maske durch. Moment, haben wir schon getrunken? Anscheinend. Man sieht es nicht, wie er trinkt. Wie hält die Maske eigentlich? Entschuldigung. Es dauert nur einen Moment. Du hast dich vorgedrängelt, Herr. Aber werter Graf, versteh doch, ich habe eine Sitzung. Immer. Herr, du warst der Nächste. Bitte, nimm Platz. Dieser Herr war zuerst hier. Zurück, sonst bereust du es. Ach, ich wusste nicht, dass er dein Freund ist, Graf. Und dann habe ich ihm gesagt, er soll sich wegscheren. Du hättest mal sein Gesicht sehen sollen. Dem haben wir es gezeigt. Nicht wahr, Detlef? Aber Mutter bestand darauf, dass wir die Mühle kaufen. Komisch, oder? Na, immerhin habe ich Freunden und Mitarbeitern was zu erzählen. Vergib mir. Was? Endlich bist du wach. Du hast dich gewunden wie eine Schlange. Ich dachte schon, das wären Todeszuckungen und es würde dich erwischen. Puh.
angenehm war das wirklich nicht. Aber es hat funktioniert. Was hast du gesehen? Delacroix. Sein Tod war keine Bagatelle. Offenbar waren Detlef und er Freunde. Und trotzdem hat Detlef ihn umgebracht und seine Leiche zerteilt. Und dann war er ganz verzweifelt und schuldzerfressen. Er hat sich die Hand abgehackt, mit der er ihn umbrachte. Interessant. Sieht dem Detlef, den ich kenne, gar nicht ähnlich. Was hast du noch gesehen? Ich sah, wie Delacroix etwas Freundliches für Detlef tat. Das wird wohl der Beginn ihrer Freundschaft gewesen sein. Aber sicher bist du nicht. Es war nichts Besonderes. Eine ganz alltägliche Situation. Diese Visionen sollten doch an starke Gefühle geknüpft sein. Die Situation hat offenbar starke Emotionen in Detlef hervorgerufen. Bedenke, dass er Delacroix später getötet hat. Jemanden zu töten, an dem einem liegt, das ruft starke Emotionen hervor. Darin unterscheiden Vampire sich nicht von Menschen. Hast du sonst noch was gesehen? Etwas ist zweimal aufgetaucht. Ein Schuhputzerstand. Detlef und Delacroix haben sich dort zum ersten Mal getroffen. Und Detlef ist nach dem Mord nochmal hingegangen. Seltsam. Der Stand war irgendwo im Hafenviertel. Und der Schuhputzer schien Detlef zu kennen. Das wäre noch merkwürdiger. Vielleicht sollten wir mal mit dem Burschen reden. Nicht, dass ich den Durchbruch erwarte. Aber er ist die einzige Spur. Ich rede mit ihm. Kommst du mit? Ich stoße später zu dir, wenn es dir nichts ausmacht. Ich fühle mich noch nicht stark genug, um rauszugehen. Kein Problem. Ruh dich aus. Ich komme zurück, sobald ich etwas weiß. So, jetzt beschäftigt mich aber die ganze Cutscene leider schon was ganz was anderes, das ich die ganze Zeit im Hinterkopf habe, nämlich dieses Vampir-Set. Die heißen, ah doch, hier, genau. Tesham Mutna. Ich muss das jetzt sofort mal ganz kurz googeln. Ich will nur wissen, ob ich die Rüstung und die Hosen übersehen habe oder ob man die später kriegt. Das ist eigentlich alles, was ich wissen will. Na? Wo ist es? Ah ja. Mutna Amor. Genau. Schauen wir mal kurz. Wo findet man zum Beispiel die Rüstung? Oh nein, die kann man, das steht in dem Wiki zumindest, dass man die wirklich nur während der Quest finden kann. Und ich habe die übersehen. Wenn das stimmt, macht mich das jetzt aber ein bisschen traurig. Kann ich nicht einfach nochmal in die Ruinen gehen? Davon bin ich jetzt ausgegangen. That is only found during the quest. Nein, wo denn? Die habe ich ja voll übersehen. Naja, so viel dazu. Dann werden wir die wohl nie vollständig kriegen, weil ich mache das nicht nochmal. Ich lade jetzt keinen alten Save deswegen. Ich versuche vielleicht mal dahin zu gehen und zu gucken, ob man die vielleicht jetzt auch außerhalb der Quest noch kriegen kann. Mensch, ich habe mich doch da unten in den Kerkern so gut umgesehen. Hätte ich doch nochmal hochgehen müssen. Es kann schon sein, dass ich da nicht mal hin kann, wo wir gerade waren, die Burgruine, ne? Möglich, möglich. Ah doch, warte mal, hier. Ich kann da hinreisen. Ach so, das könnten wir auf jeden Fall versuchen. Naja, aber heute nicht mehr. Ich würde nämlich sagen, wir machen jetzt Schluss für heute an der Stelle. Ich speichere jetzt mal. Und verabschiede mich jetzt schon mal von den Zuschauern auf YouTube.
Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen und die nächste Folge kommt wie immer in ein paar Tagen. Sind jetzt quasi immer 3er-Folgen mit den Stream-Aufzeichnungen. Na dann, tschüss.